Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Wir starten 2024 mit meinem Planer. Das ist schon aktuelle Kalenderwoche 3. Ich habe erste und zweite Woche tatsächlich auch dekoriert, aber nicht vor der Kamera. Das habe ich dann für mich selbst gemacht. Das habe ich dann, ich glaube, meistens auch sonntags. Obwohl, nein, stimmt gar nicht. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich die Aufteilung von früher übernommen. Ich habe mir einfach zwei A5 oder etwas größer als A5 Seiten mit Pünktchen hier mit einem radierbaren Stift aufgeteilt. Das heißt, pro Seite sind es 3 oder 4 Tage, wobei das Wochenende für mich wie ein Tag ist. Ich habe hier auch schon meine Stempelhilfe zur Hand genommen und habe dann paar Stempel mir rausgesucht, mit denen ich den Hintergrund gestalten möchte. Beziehungsweise, nein, stimmt gar nicht. Erst fängt es mit Woche 3 an, mit den Wochentagen. Ich verwende hier Chark Stempelkissen von Action. Diese sind relativ hell, sage ich mal, und die drucken nicht durch das Papier. Mein Papier ist relativ dünn. Ja, ich färbe die gewünschten Stempel hier ein und stempel sie ab. Ich habe mich für einen lila Ton entschieden. Irgendwie lila und blau sind, oder lila und türkis sind meine Lieblingsfarben. Und da mein Planer aktuell auch fliederfarben ist, passt das irgendwie ganz gut. Ich habe mir auch angewöhnt, dieses Jahr meine Stempel zu markieren, wenn ich sie benutze. Das heißt, gut, das ist jetzt Woche Stempel plus Tag. Die benutze ich halt jede Woche. Deswegen ist das ja auch schon quasi dritter Strich. Das heißt, dieses Jahr habe ich sie schon dreimal rausgeholt. Hier sind die Wochentage in Englisch von Action. Das ist ein Set von früher. Ich habe ja, so ziemlich alles beim Action gesuchtet, kann man schon sagen. Alles, was Clear Stamps war, habe ich so ziemlich alles gekauft. Jetzt habe ich eine gewisse Auswahl und gucke dann jetzt genauer hin, obwohl bei Stempeln ist das doch schon so, dass ich die meistens alle kaufe. Bei den Dies gucke ich da schon genauer hin. Wie immer, eure Stempel immer sauber machen, da braucht ihr auch nicht viel. Die Clear Stamps brauchen nur ein bisschen Wasser. Ein Mikrofasertuch benutze ich zum Beispiel zum Saubermachen, zum Trocknen. Und mit meiner Stempelhilfe kann ich halt die Seiten schön einspannen und dann die Stempel gleichzeitig abstempeln. Das heißt, es geht relativ zügig und ist einfach bequem. Und falls ich mich dann doch verstempeln sollte, kann ich dann im schlimmsten Fall neue Seite zur Hand nehmen und oder natürlich was einfacher ist, einfach einen Sticker anlegen und darüber kleben. Hier wird auch wieder wie immer alles fein säuberlich weggeräumt, damit die Stempel nicht verloren gehen. Gerade so kleine Teile können dann ganz schnell irgendwo kleben bleiben und verschwinden. Aus dem gleichen Set habe ich hier so einen kleinen Banner genommen und den stempel ich mir in dunkelblau ab, um meine Datierung für den Tag quasi zu haben. Das habe ich dieses Jahr so angefangen und das werde ich auch fortsetzen. Hier habe ich mir ein Stück Schmierpapier drunter gelegt, damit meine Stempelhilfe nicht die Stempelfarbe direkt abbekommt. Das ist ja so eine Art Schaumstoff, der drunter liegt. Und ja, es ist schwarz, es würde nicht sichtbar sein, aber ich weiß, dass die Farbe da halt reingeht und ich möchte nicht, dass ich, wenn ich irgendwas anderes drüber lege, dass das irgendwie abfärbt. Da der Stempel natürlich alleine kommt, muss man für jeden Wochentag das Ganze 7-mal wiederholen und abstempeln. Hier habe ich mich, also hier positioniere ich jedes Mal den Stempel neu und färbe das jedes Mal neu ein. Wie immer, wie gesagt, sauber machen. Übrigens ist das Mikrofasertuch auch vom Action. Es kostet nicht die Welt und ja, ich habe dann eins da. Wenn es zu dreckig wird, wasche ich es und dann kann ich es immer wieder verwenden. Jetzt kommt der sogenannte Hintergrund, den ich vorher angekündigt habe. Ich habe ein altes Schneeflockenset von Inka Dinka Du mir rausgeholt. Das habe ich bestimmt schon seit 13 Jahren in meinem Sortiment. Das heißt, alles, was mit Schneeflocken ist, passt halt zum Winter und da habe ich mir gedacht, mit einem hellen Blau ist das ein schöner Hintergrund. Es ist nicht zu langweilig, man sieht es aber auch nicht zu intensiv. Das heißt, das ist wirklich so ein kleiner Hintergrund. Ich kann drüber schreiben,
Auch kein Problem. Da war leider meine Stempelhilfe zu Ende und da habe ich gedacht, okay, dann machen wir doch was drunter. Habe mir dann Clearblock drunter gelegt, aber es hat dann auch nicht so hingehauen. Aber das Schöne bei der Stempelhilfe ist, ihr könnt es anheben und wiederholen und nochmal abstempeln und ja, ist schon eigentlich ganz praktisch. Hier habe ich dann die linke Seite genommen, habe das ein bisschen vom Rand weggeschoben, damit ich den Stempel vernünftig positionieren kann und dann halt nur noch ein Teil auf die Seite stempeln. Deswegen fange ich überwiegend in der Mitte an, damit ich dann die große Fläche erstmal decke und dann wird halt auch noch von der Seite so ein bisschen ja, ein Hauch vom Stempel sozusagen abgedrückt. Hier habe ich mich entschieden, nochmal die volle den ganzen Stempel zu nehmen und dann quasi mein Wochenende ein bisschen zu markieren. Wenn ihr fertig seid, wie immer sauber machen, wegräumen. Ich habe auch noch ein kleines Set vom Action mit Schneeflocken mir zur Hand genommen und habe dann mit etwas dunklerem Blau dann diese Sterne, Sterne sage ich schon, Schneeflocken mit einem dunkleren Blauton dann an der Seite noch ergänzt. Gerade kleine Stempel eignen sich besonders gut für sowas, für so einen Hintergrund zu ergänzen oder halt mehrmals wiederholt zu stempeln. Man unterschätzt immer so die kleinen Motive, aber man hat davon auch jede Menge und ich finde, man sollte sie auch halt auch öfters rausholen. Bei dem Stempelset, glaube ich, habe ich auch mal schon mal die Schneeflocke verwendet. Aber mein Gott, die kriegen trotzdem zu wenig Liebe. Definitiv, ich habe zu viel inzwischen. Ja. Hier wird das Ganze wieder auch weggeräumt. Also, wenn eure Stempel sich verfärben, auch habt ihr gesehen, gerade hat es einen kleinen Blaustich gehabt. Das ist nicht tragisch, das macht dem Ganzen keinen Abbruch. Ich habe mich für die Whiff of Joy Gummistempel entschieden. Diese sind von 2009, meine ich. Also schon auch was länger her und nicht mehr auf dem Markt käuflich zu erwerben. Das heißt, nur wer so seine alten Schätze aufbewahrt hat, hat die noch. Oder so wie ich, sammelt die. Ich habe mich für Alkabel Ink Distress in Grau entschieden. Habe hier festgestellt, dass mein Stempel nicht mehr klebt, das erstmal, und habe das ein bisschen nass gemacht, ein bisschen abgetupft und dann blieb auch Gott sei Dank kleben. Das dicke S-Mount ist eigentlich auch relativ leicht zu handhaben. Ich habe das jetzt abgestempelt. Das Alkabel Ink ist natürlich sehr gut für Wasserfarben. Ich habe ein Aquarellpapier genommen und möchte das Ganze halt mit den Distress Reinkern kolorieren. Hier ist das Schwarze das dünnere S-Mount. Das hat leider nicht so gehaftet. Deswegen habe ich dann mir andersrum geholfen und habe dann einfach umgedreht und das Ganze halt auf gut Glück versucht und Gott sei Dank war der Abdruck auch in Ordnung. Also das ist ja das Schöne bei den Gummistempeln. Eigentlich braucht man die nicht vorbereiten, die kann man sofort stempeln und die liefern eigentlich immer ein gutes Ergebnis, sofern der Druck, den man drauf ausübt, gleichmäßig ist. Hier sind auch meine Distress Reinker schon in der Palette. Die habe ich schon auch seit Ewigkeiten. Ich habe inzwischen fast alle Distress Reinker, aber ich möchte meine Palette erstmal leer malen. Das heißt, ich beschränke mich meistens dann auch auf die Farben, die ich da habe, außer es geht nicht anders. Dann nehme ich dann halt ein Stempelkissen dazu und tupfe mir dann auf den Acrylblock dann die Farbe, die gewünscht ist, wie zum Beispiel die grauen Brauntöne. Die brauche ich ja dann meistens zum Schattieren. Da habe ich nur noch ein, ich glaube, Rostbraun und ein Hauch von Schwarz noch da, gar kein Grau mehr. Das muss ich dann halt auch später dazu nehmen. Hier habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich dann die Motive koloriere, kann ich das ja auch direkt parallel machen. Wer keinen Spaß hat, kolorieren oder Ausmalbilder, wie auch immer, zu sehen, der kann natürlich auch vorspulen. Weil im Grunde war die Wochendeko somit auch schon fertig. Ich muss nur noch mit dem Stift die Wochentage ergänzen. Und die Motive nach dem Kolorieren ausschneiden, aufkleben. Mehr ist eigentlich nicht mehr dazu. Aber ich weiß, es gibt auch Leute, die halt sowas gerne sehen, auch mal einfach zuschauen möchten.
Ich habe natürlich wie immer meine Videos schneller abgedreht. Das heißt, ich möchte nicht, dass ihr dieses Video, was jetzt eigentlich schon auch so, glaube ich, über 20 Minuten lang geht, normalerweise müsstet ihr eine Stunde zuschauen, bis dann die ganze Wochendeko fertig ist, wenn nicht sogar länger, weil ich habe mal zwischendurch auch pausiert, bin auch weggegangen, habe mir was zu trinken organisiert oder ähnliches. Manchmal hat der Hund gebellt, da habe ich darauf reagiert und ja, das möchte ich halt keinem antun. Hier habe ich mich dann für Blautöne entschieden, habe dann angefangen, also ich sag mal immer mit einem leichten, hellen Aufstrich oder mit dem ersten Aufstrich. Ihr müsst halt bei Aquarellfarben bzw. bei flüssigen Farben, wie den Distress kann, schon zwischendurch dem Ganzen einen Moment Trockenphase gönnen und dann quasi zweite, dritte oder wie auch immer, wie viele Schichten ihr braucht, drüber gehen. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich hier zwei Motive habe. So kann ich dann halt immer so ein bisschen tauschen. Mal das eine Motiv, mal das andere. Und ich glaube, hier habe ich dann auch festgestellt, dass ich auf jeden Fall ohne Grau nicht weiterkomme. Ich wollte den Eisbär halt schattieren und deswegen habe ich hier ein kleines Stempelkissen genommen und habe dann auf den Acrylblock abgedrückt, weil ihr braucht ja nicht viel. Also die Distress Reinkern sehr, sehr, sehr ergiebig und wie ihr seht, die Palette, wie gesagt, seit Jahren schon drinne und die trocknen halt nicht aus. Ihr müsst Wasser hinzugeben, um die Farbe bewegen zu können und das Ganze trocknet dann auch auf eurem Papier, ich sag mal, relativ zügig auch an. Ohne Wasser würde es nicht trocknen. Das heißt, ihr müsst es verdünnen und je nachdem, wie viel Wasser ihr dazugebt, desto heller wird dann die Farbe auf eurem Blatt Papier. Wenn ihr es konzentriert haben wollt, dann müsst ihr halt so wenig wie möglich Wasser hinzufügen oder halt einfach schichten. Das ist wirklich so der Haken, sage ich mal, oder die Herausforderung, die diese Farbe mit sich bringt. Ihr könnt aber mit jedem gewünschten Medium kolorieren. Deswegen, also im Planer, natürlich, ich könnte mir auch Stickerpapier nehmen, das habe ich früher gemacht, aber das Stickerpapier ist sehr dünn, das kann gar nicht so viel Wasser aufnehmen, wie ich das zum Beispiel hier für die Koloration bräuchte. Und ich habe von früher noch jede Menge Reststücke von Aquarellpapier, weil ich halt aus Aquarellpapier meine Kartenrohlinge früher gemacht habe oder Boxen gebastelt habe. Und selbst wenn man mit der Cameo irgendwas geschnitten hat, die großen Blöcke, die haben halt 40 cm Länge gehabt und ich kann dann nur 30 cm schneiden. Das heißt, immer so 10 cm Abschnitt waren immer über. Und die habe ich dann alle aufbewahrt, weil ich weiß, gerade Aquarellpapier, da koloriere ich so gerne drauf. Das Wasser verläuft halt besser und ja, die Struktur, also ist es nicht vergleichbar. Ich meine, klar, wer zum Beispiel mit Copics koloriert, der kann mit Aquarellpapier nichts anfangen. Aber ja, Aquarellpapier oder Aquarellmalerei bzw. Stifte, damit habe ich angefangen und das habe ich dann auch jahrelang so gemacht. Ich habe die Aquarellstifte immer noch. Für meine digitalen Ausdrucke kann ich zum Beispiel kein Aquarellpapier nehmen. Das ist strukturiertes Papier, da verschmiert mehr oder weniger alles drauf. Das heißt, ich muss glattes Papier nehmen. Da nehme ich überwiegend Kartenrohlinge für. Und da nehme ich halt lieber Stifte als Distressfarben, weil das Papier sich halt anders verhält. Und da kann ich mit den Stiften die Farbe anders dosieren. Hier bin ich teilweise aus dem Bild raus. Es tut mir leid, ich habe so stark vergrößert, dass ihr dann auch wirklich was von dem Motiv seht. Aber ich gucke halt nicht immer nach oben, um zu sehen, was ich jetzt gerade aufnehme. Die Kamera läuft bei mir quasi einfach mit und ich bespreche das im Nachhinein. Deswegen, ja, also ich sag mal so, wenn ich am Basteln bin, zum Beispiel oft ist das sonntags, da habe ich auf jeden Fall immer frei, da muss ich nicht arbeiten und da versuche ich mir halt auch die Zeit zu nehmen. Ich bin dann meistens ausgeschlafen und voller Tatendrang sozusagen oder genieße es einfach mal, mich an den Basteltisch zu setzen und in Ruhe, ohne Stress irgendwas zu machen. Und lasse halt einfach dabei die Kamera laufen. Selber gucke ich nebenbei ein Video auf YouTube oder ich höre Radio oder manchmal skype ich auch mit meiner Freundin. Auf jeden Fall, das läuft so nebenbei und ich hoffe, ihr habt Spaß an diesen Videos. Ich versuche mich dann so ein bisschen wieder dran zu hängen. Ich hatte das letztes Jahr sehr vernachlässigt. Da hatte ich so viel um die Ohren und
ich sag mal so, auch jetzt, ich habe 3 Videos ge gedreht in der Zwischenzeit. Die müssen natürlich auch alle geschnitten und bearbeitet werden und besprochen werden und hochgeladen werden. Das ist halt wirklich alles so ein bisschen Zeitfaktor. Wenn man die Zeit dafür sich nicht nimmt, dann ja, irgendwann ist die Speicherkarte voll und dann kann man eh nichts mehr Neues aufnehmen, sag ich mal. Deswegen versuche ich da so ein bisschen, ja, euch ein bisschen mehr zu zeigen und halt, wie gesagt, je nachdem, was ich mache, einfach mitzudrehen und dann hoffentlich gefällt euch das und gefällt der Inhalt und ihr könnt was damit anfangen oder einfach was mitnehmen. Und das ist ja das Schöne dran, jeder bastelt anders, jeder hat andere Materialien und jeder kann das Ganze irgendwie auf seine Art und Weise anders umsetzen. Vielleicht habt ihr einfach nur Spaß dran, die Videos mitzugucken, vielleicht bastelt ihr selber nebenbei. Und ja, ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen. Es interessiert mich schon, was ihr von dem Ganzen haltet. Macht ihr selber Planer oder Filofax, Bullet Journaling? Es gibt ja so viele Alternativen inzwischen. Ich habe letztes Jahr mit dem Bullet Journaling angefangen und festgestellt, dass mir das irgendwie nicht so wirklich liegt. Ich mag es lieber, mir die Seiten tatsächlich raustrennen zu können. Und die dann frei Schnauze zu gestalten. Das heißt, mal mit Stenciln zu arbeiten, mal stempeln, mal mit Washi-Tape, mal hier, mal das. Da bin ich dann halt nicht so eingeschränkt. Im Buch musst du wirklich dann dir vorher klar überlegen, welche Seite kommt wohin und welche Reihenfolge möchtest du einhalten. Was ich zum Beispiel auch für mich festgestellt habe, dass ein Monatsübersicht für mich keinen Sinn macht, weil ich da sowieso nie genauer drauf schaue. Ich gestalte das und hefte das ab und dann war es das. Und da habe ich mich entschieden, das brauche ich jetzt nicht nochmal zu testen. Ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre mit den Planern. Ein Jahr läuft besser, das andere Jahr halt schlechter. Also ich meine mit dem Dranbleiben und wirklich jede Woche sich dann drum zu kümmern. Man kann sich ja das, wie jetzt zum Beispiel diese Woche habe ich koloriert, ja, habe ich sogar 2 Motive koloriert. Die erste Woche war zum Beispiel nur eine einzige Magnolia, aber das Motiv an sich ist schon so groß, dass er sehr viel Platz wegnimmt. Man könnte sich natürlich auch viel einfacher machen. Man könnte einfach auch schon fertige Motive, die koloriert oder angemalt sind oder wie auch immer, einfach nur ausschneiden oder mit Stickern arbeiten. Das ist ja das Schöne, jeder kann sozusagen das, was er da hat, einfach nutzen und auf seine Art und Weise gestalten. Ich habe halt wirklich sehr viel Spaß dran zu kolorieren und ja, natürlich könnte ich das auch zu jeder, also so ein Motiv zu einer Karte umwandeln, aber ich hatte letztes Jahr so viele Weihnachtskarten gebastelt, dass ich so ein bisschen, sage ich mal, Abstand im Moment brauchte zu den ganzen Karten. Ich wollte jetzt, außer ich brauche quasi, weil mein Geburtstag ansteht, eine bestimmte Karte. Sonst ist das im Moment so ein bisschen, ich pausiere. Ich brauche Urlaub von meinem Kartenbasteln. Naja, es ist ja nicht so, dass ich noch nebenbei was anderes gemacht habe und die anderen 2 Videos sind tatsächlich auch Karten. Ja. Also wenn das hier vielleicht gut ankommt, kann ich mir vorstellen, dass ich dann jeden Sonntag einfach die Wochendeko mitdrehe und euch das dann zeige. Aber ich glaube nicht, dass das vom Inhalt her immer so viel Neues hergibt, weil es ist ja einfach nur eine Kombination aus anderen Stempeln. Ja, ich habe mir tatsächlich auch fertige Wochenseiten bestellt. Wie gesagt, mein Planer ist A5. Die sind noch nicht angekommen, deswegen benutze ich halt noch alte Seiten von früher. Ich hatte dann einen Bullet Journal vom Action, den habe ich dann irgendwie benutzt, mal so und dann hatte ich noch so viele leere Seiten über, die habe ich dann tatsächlich rausgetrennt, zugeschnitten, gelocht und einfach in meinen Planer eingeheftet und ja, jetzt gestalte ich das halt nach Bedarf. Das heißt, ich bemale das einfach selber. Das ist ja das Schöne bei dem, ich sag mal, Bullet Journaling-System oder bei den Seiten mit den Punkten. Es ist nicht kariert, es ist nicht liniert, ihr könnt euch wirklich komplett austoben. Manche brauchen gewisse Vorschriften und dann gibt es halt auch, wie gesagt, viele Möglichkeiten, entweder sich selbst das Ganze auszudrucken, schon teilweise vordatiert, vordekoriert. Man kann sich das auch im, sage ich mal, gut gesortierten
Drogeriemarkt wie Müller zum Beispiel gibt es fertige Wocheneinlagen. Kann man sich da zum Beispiel was aussuchen, was einem passt. Hier seht ihr meinen Rest, ein Hauch von Schwarz, womit ich versuche noch ein bisschen halt, ich sag mal, den Schatten zu verstärken, wo ich dann sozusagen für mich denke, da ist der dunkelste Bereich oder da wirft der Schatten vor allem unter den Figürchen und unter dem Schlitten. Da habe ich auch schon meine Schere rausgeholt, habe die Kamera ein bisschen weiter weggezoomt und habe dann angefangen auszuschneiden. Da habe ich mich, glaube ich, auch schon öfters zu geäußert. Ich versuche halt das Papier zu drehen, nicht die Schere. Und dann heißt es einfach, so nah wie möglich am Rand zu bleiben. Ich habe hier so ein paar von den Schneekügelchen, beziehungsweise eigentlich sollen das ja Schneeflocken sein, mit ausgeschnitten. Aber manche mussten halt doch weichen. Das wäre dann zu viel. Wie ihr seht, hatte ich das gerade weggelegt und unterbrochen, pausiert. Und ja, das ist ja das Schöne beim Videoaufnehmen, Pause drücken und dann wieder drankommen und je nachdem, was man gerade gemacht hat, weiter sozusagen aufnehmen. Ja, da ist auch nichts Spannendes bei. Das ist wirklich Fleißarbeit. Ihr könnt auch zum Beispiel das auch über Wochen oder über Tage aufteilen. Einen Tag benutzt ihr zum Beispiel zum Ausmalen oder Ausschneiden von einem gewünschten Motiv, was ihr euch vielleicht in einer Zeitschrift gefunden habt oder aus einem 3D-Bogen. Keine Ahnung. Also, und einen Tag braucht ihr dann zum Beispiel, um die Seiten aufzuteilen und einen Tag, um das Ganze fertig zu kleben, zu dekorieren, fertigzustellen. Ich finde, für mich persönlich geht das relativ zügig. Also ich brauche viel länger für eine Karte als tatsächlich für so eine Wochendeko. Auch wenn ich hier zum Beispiel zwei Motive zwischendurch koloriert habe. Das ja, läuft halt nebenbei. Ich gucke mir nebenbei noch ein Video an oder zwei oder drei oder vier, je nachdem, wie schnell die vorbei sind. Und die Zeit geht vorbei, aber ich merke das nicht. Also ich kann da total abschalten und habe wirklich Spaß dran. Und jetzt kann ich meinen Kaffee genießen heute Morgen und euch das Ganze nachbesprechen. Viel Blabla um nichts, sag ich mal. Das ist ja auch das Schwierige dran, so ein Video zu besprechen, wenn da nicht viel Großartiges Neues passiert, weil ihr seht, ich schneide aus und das ist jetzt das zweite Motiv schon. Das ist auch soweit fast fertig. So, das war mein Kind. Meine Tochter ist gerade zur Schule. Jetzt kann ich weiter aufnehmen. Ja. Hier bin ich mit dem Ausschneiden fast fertig. Ich versuche, wie gesagt, relativ nah an der Kontur zu bleiben. Dadurch, dass ich halt die Kontur in Grau gestempelt habe, finde ich auch nicht, dass ich dann später noch die Kontur irgendwie nachfärben muss, mit Grau nachmalen muss oder sowas. Das ist fast wie, ich sag mal, No-Line-Coloring, ne? Das ist, ich weiß nicht, also früher habe ich überwiegend in Schwarz gestempelt. Inzwischen finde ich das halt zu hart. Und je nachdem, was ich für Motive habe, sind es eher Menschen, dann wird es halt braun gestempelt. Hier habe ich mich halt für grau entschieden, weil das halt auch ein Pinguine sind und Eisbären. Hier habe ich meinen radierbaren Stift wieder rausgekramt und habe dann angefangen, dann halt die Daten zu ergänzen. Die Kalenderwoche vom 15. bis zum 21. Januar. Ja, an manchen Stellen mache ich das ein bisschen dicker, damit es halt schöner aussieht. Also so ein bisschen so Fake Lettering, sag ich mal. Das heißt, die Downstrokes sind ja meistens etwas dicker. Das habe ich ja auch versucht zu imitieren. Ja, jetzt muss ich dann überlegen, wo ich die dann platziere. Habe hier meinen Tiki-Glue rausgeholt vom Action. Ich habe das in einer kleinen Klebeflasche umgefüllt mit einer sehr feinen Spitze und doppelseitiges Klebeband auch vom Action. Ich benutze halt beides. Das eine hilft, um sofort kleben zu bleiben. Das andere hilft dann fürs dauerhafte Kleben. Ich habe jetzt sehr lange dann das Tiki-Glue von Tonic Studios benutzt
finde ich das, also ich finde es persönlich besser. Das vom Action ist etwas dünnflüssiger, aber in dieser fein dosierten Flasche komme ich auch damit sehr gut zurecht und ich finde vom Preislichen her ist das eigentlich gar nicht so ein schlechter Kleber. Also man muss bei dünnem Papier halt aufpassen, weil dadurch, dass er halt flüssiger ist, wälzt sich das Papier halt schneller. Aber das habt ihr halt bei Flüssigkleber eigentlich so ziemlich immer. Das ist halt so. Hier habe ich mich für Washi-Tape entschieden, so ein bisschen so kleine Eckchen noch hier und da zu kleben. Beim Arm Abreißen zum Beispiel ist mir das Stück abgerissen. Ich habe gedacht, okay, egal, können wir auch benutzen. Das Washi-Tape in hellblau ist zum Beispiel von HEMA. Das habe ich von 2016 schon, im März 2016, um genau zu sein. Manchmal wundert mich das überhaupt, dass es noch klebt. Das Gestreifte ist vom Action von 2018. Und das Glänzende, Glitzernde ist auch vom Action, auch von 2016. Ich habe irgendwann aufgehört, neues Washi-Tape zu kaufen, weil ich einfach so viel davon inzwischen habe. Ich habe irgendwann mal versucht zu zählen und über 1000 Rollen, das ist schon jede Menge. Hier habe ich das Gesso vom Action genommen und ein Dotting-Tool und habe halt die Highlights für die Augen und für die Wangen noch ergänzt. Mein Gelstift in Weiß ist leider leer und ich habe noch keine Ersatzpatrone kaufen können, aber man hilft sich halt mit dem, was man da hat. Und das war es auch schon. Die Kalenderwoche ist fertig. Hier seht ihr noch ein paar Bilder, die ich aufgenommen habe. Ich muss ja sagen, mein Planer passt ganz schön schlecht in diesen Fotokasten rein. Ich habe mein Bestes gegeben und hoffe, ihr könnt es noch halbwegs erkennen. Ja, ich verabschiede mich jetzt für heute und sage mal bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.